Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Homies for life, brother. Guten Morgen, guten Mittag oder auch halt der Mauer. Zu Beginn des Videos möchte ich euch eine Frage stellen. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars? Ist es WLAN? Ist es Öko- und Atomstrom? Fließendes Wasser? Oder eine Fußbodenheizung, Leute? Falsch. Ich hätte jetzt WLAN genommen. Ich war wieder auf YouTube unterwegs und hab mir den ein oder anderen Scheiß reingezogen. Willkommen. Leute, ihr wisst es, wenn es ums Thema Frauen geht, bin ich auf der Versagerrate ganz oben mit dabei. Deswegen dachte ich mir, ich hole mir mal ein paar unvoreingenommene Tipps und Tricks von einem richtigen Experten. Und da bin ich auf das Video von Moise gestoßen. Die eben Designe so. Da muss man wirklich sagen, ich habe mir tatsächlich den ein oder anderen Tipp von Jinan Xi an der Stelle abschneiden können. Also wie gesagt, Bro, wenn du 10 bist und eine Alte wegknallst, Respekt. Okay. Dann gehst du in den Puff, mein Lieber. 20. Die Penispumpe könnte dir vielleicht helfen. What the fuck, bro? Um eine Frau zu befriedigen, denke ich, reichen 8 cm. Holy shit, Digga. Jinan Xi. Danke dir, Digga. Niemals überkreuzt. Ja, nach diesen unfassbaren Neulichkeiten, die Jinan Xi uns hier auftischt, muss ich sagen, bin ich neulich in einer Sache unterlaufen, bei der ich mir dachte, gut, wenn es so ist. Ich sah dich, Girl. Du sahst mich, Girl. Während dem Verlauf von dem Track musste ich mich wirklich fragen, denkt ihr, der Typ kann es nicht? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wirklich ein stabiles Brett geworden von dem Typen. Wenn man jetzt vom Aggressivitätsfaktor das Lied gegenüberstellt mit einem Track wie Mondfinsternis oder Rotlichtmassaker, man muss einfach nur sagen, damals konnte ich es einfach nur nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Überlegt euch mal folgendes Szenario. Ich habe endlich mal eine feste Freundin, sitzen gerade zu Abend ganz entspannt. Der Schwiegervater kommt dann plötzlich zu mir und sagt, du Nicker, versteh, du bist Comedian, aber was war hier eigentlich los? Was soll ich dem antworten? Lass mich in Ruhe! Ich muss einen kurzen Zwischencut machen, denn es ereigneten sich Vorfälle, die sich so nicht verereignen. Neulich hatte ich einen 1 gegen 1 in einem Game gegen eine Streamerin. Das war eine ausgeglichene, faire und vor allem ruhige Partie. Nein! Halt doch, verpiss dich! Verpiss dich! Mann, der kommt rein und fragt mich Fragen! Lumix, brauchen wir unsere Zwischencuts? Belief doch einmal in deinem Leben! Nein, oh mein Gott! Ich sag's dir mal. Sie ist eine sehr attraktive und auch sehr nette Streamerin. Hey, das Leute, was geht ab? That's what you look like! Dann ging es im Prinzip hin und her, bis zu dem Datum, an dem mein Chat zu ihr rübergegangen ist und sie als geile Sau bezeichnet haben. Dass ich sie zuerst als geile Sau bezeichnet haben soll? Sowas würde ich doch niemals machen. Versautes Schwein! Wurde mir gestern von ihr eine Nachricht übersandt, nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, dass wir beide leider keinen Kontakt mehr haben können. Mann, wieso bin ich immer der Loser? Nee, ist gar kein Problem. Ich nehm's gelassen. Ich verliere sowieso gerne gegen eine Frau in dem Spiel. Ich bin glücklich, wenn ich mich in mein Bett legen kann und meine Lektüre über Lokomotiven durchlesen kann. Real Talk, ganz kurz an der Stelle, damit ihr Bescheid wisst. X33 und ich haben geschrieben und sie hat mir gesagt, dass ihr Boyfriend ein Problem damit hat, dass gerade was so gerade da so abgeht. Ich hätte gerne noch was mit ihr gemacht, aber ich kann es verstehen, dass es den Boyfriend einfach abfuckt. So, ich glaube, ich würde es auch abfucken. Deswegen akzeptiere ich und vor allem respektiere ich das und ich bitte auch euch, das ganze Thema zu respektieren. Naja, was soll ich machen, Leute? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen im oberen rechten Trauerloch da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal auf keinen Fall. Ich denke, ich werde demnächst mal nach UK fahren zu dem Boyfriend von ihr. Und ich werde ihm einfach mal kurz dann sagen, du Digga. Fuck!